Die Rebellen sammeln sich. Willkommen zurück. Tja, wir stehen ja da. Wir haben den verletzten Polizisten, den wir von der Straße da hereingeschliffen haben. Sie haben tapfer für die Freiheit gekämpft. Ja, das hat er. Aber das wird ihm nicht viel helfen in der Situation, denn der schaut dem Tod ins Auge. So viel Blut, wie der verloren hat. Und Rebellen, 100 Fuß von unserer Position entfernt. Danke, Issi. Ich habe die Aufgabe jetzt zu schauen, dass wir da irgendwo rauskommen. Genug getrödelt, Galahad. Ja, dass Frauen immer so stressen müssen, ich verstehe es nicht. Aber okay, ist halt mal so. Galahad, wir müssen uns beeilen. Ja, jetzt der Parsival auch noch. Wollt ihr mir nicht ein bisschen kreuzweise? Okay, also... So, was haben wir da? Na, schauen wir mal, da haben wir ein Katerl. Untersuchen, ich glaube, das haben wir uns schon angeschaut. Die letzten Streams sind doch schon ein bisschen länger her. Vergibt mir, wenn ich es mir jetzt ein zweites Mal anschaue. Was haben wir auf der Rückseite? Also, okay, da waren ja diese... Ja, da sind drei durchgestrichen, zwei sind offen. Joyce und London Docks. Wahrscheinlich müssen wir genau dorthin. Und schauen, wie es da jetzt weitergeht. So. Schätze, ich habe einen Ausweg. Okay. Wir haben einen Ausweg. Und was tut... Alle Mann zurück! Das ist eine gute Idee. Ich zünde! Das ist... Okay. Okay. Funktioniert sogar. Zum Glück war da nichts drin, was explodiert. Keine weiter. Das spielt keine Rolle mehr, Monsieur. Oh, ich wollte das beten, Lafayette. Es gibt keinen Gott, der ihm hilft. Los jetzt. Gehen wir. Und wieder ein Toto aufs Konto der Rebellen. Super, gar nicht super. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind nur ein paar hundert Yards entfernt. Und die verfluchten Rebellen werden uns erwarten. Ja, das befürchte ich auch, dass uns die erwarten. Sonst war es ja langweilig, ne? Die werden uns mit Sicherheit erwarten. Aber ich habe die richtige Knarre. Von daher... Schaut das ja recht gut aus. Ah, da liegt sogar Munition für die neue Knarre. Was halte ich denn davon? So. Das ist blöd. Da ist gleich mal eine Tür. Und die einzige Deckung nimmt der Parsival ein. Auf der anderen Seite von der Tür ist nichts zum Decken, aber... Oh, Scheiße. Muss nachladen. Geht einmal. Was tust du? Was ist das? Rebellen neutralisiert! Ja, wir werden aber kurz jetzt einmal eine andere Knarre nehmen, habe ich das Gefühl, mit der großen sind wir ein bisschen gehandicapt, was schnelle Schüsse betrifft. Ah, Headshot. Das war ja wenigstens einmal was. Okay, halt einmal. Wir können ja da rauf. So, du bist mal weg. Okay, 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 okay. Wo sind die anderen jetzt? Mal gucken. Ups, falscher Knopf. Muss mir erst wieder mal ein. Wie schnell wir
in ein paar Tagen die Controllersteuerung wieder vergessen kann. Vor allem, wenn man dazwischen Alien Isolation spielt und andere Streams, dann bringt man ein bisschen was durcheinander. Aber wir haben es wieder. Okay. So, die Muni nehmen wir. Was blitzt da unten? Oh, da ist auch Munition. Wo man da überall Munition findet. Das in die Gassen liegt da und weiß Munition herum. Okay. Was ist mit dir, Lafayette? Ihr wollt da irgendwie nicht weiter, da ist gefährlich. Verstehe. Mon de Dieu, wer hat diese Stadt bloß erbaut? Überall Sackgassen! Tolle Abkürzung, brillant. Was jetzt? Lafayette, Monocular! Wir werden schon einen Ausweg finden, keine Sorge. Sie stecken hinter diesen Säulen! Wir müssen jetzt vorrücken! Mhm, verstehe. Ein Schwachpunkt. Da hilft der mit. Wenn ich darauf komme, kann ich das Ding zerstören. Egrain, Lafayette, ihr müsst mir Feuerschutz geben. Percival, komm mit. Der hat dasselbe, der Sack. Naja, geschmuggelte Waffen, nicht? Also geschmuggelt ist gut. Irgendwer verkauft denen unsere Waffen. Ja. Wir müssen die Termitposition ausschalten. Ja. Der hält aber viel aus, der hält sogar Termit. Der hält sogar Termit aus. Aha, er brennt zwar. Aber jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder auf die kleine Knarre. So, was haben wir da? Handgranaten, die nehmen wir mit. Sicher ist sicher. Da liegt da eine Handgranate. Na komm, dreh dich schon. So, nehmen wir auch mit. Was haben wir denn da? Also in den Gassen liegt Munition herum. Da könnte man ja richtig einen Laden aufmachen. Das Geld liegt wörtlich, förmlich auf der Straße. Ja? Das ist ein Wahnsinn. So. Was ist da? Parsival, du stehst ein bisschen im Weg. So, komm. Mach dich nützlich. Bereit. Na wunderbar. Platziere Termit auf der Brücke. Wieso kann ich da jetzt nicht rauf? Ah, okay. Termit auf der Brücke, dann können wir sie da raus. Nimm Termit und spreng die Brücke. Ja, mach ich doch. So, da werden wir da mal Termit drauf haben. Das Termit ist platziert. Passt auf, schon einmal gemacht beim Tank vorher. So, und. Oh oh. Aber es hat funktioniert. Tadellos. Gut. Die Rebellen ziehen sich zurück. Rücken wir vor. So. Ich hoffe, dass da niemand herinstellt, weil im Moment habe ich keine Knarre. Ich kann auch keine nehmen in die Hand. Also, was haben wir da? Wieder was zum Untersuchen. Morning Post. Rule Britannia, but where is the Queen? Aha, hochlebe Britannia, aber wo ist die Königin? Anscheinend. Wir nähern uns jetzt dem Ziel. Finde einen Weg zu uns. Verstanden. Ja, mach ich. Ich bin nur am Suchen die ganze Zeit. Suche einen Weg hinaus, suche einen Weg zu uns, finde einen Weg durch. Jetzt weiß ich, wie der Herold entstanden ist. Ach
Achso, das sind unsere Bullen, okay. Hey, wo ist der Kommandant? Da drüben. Na los. Sergeant. Sir, was machen die Ritter Ihrer Majestät? Warum ist das Gelände nicht gesichert? Wir haben da was gehört. Bleiben Sie besser zurück. Scheiß Sicherheit. Hast du das gehört? Wo sind die restlichen Rebellen? Ja, genau. Es ist totenstill. Da stimmt etwas nicht. Wir wissen. Ja, Herz, hast du? Wenn es still ist, stimmt nie was. Halbblüter. Sie kommen vom Krankenhaus. Wir müssen sie vertreiben. Schnell. Rufen Sie's. Sentinel 5, hier ist Galahad. Hören Sie. Sir Galahad, hier Sentinel 5. Wir sind bereit. Sentinel 5, wir fordern umgehend den Abwurf einer Sonarladung an. Bestätigen Einsatz einer Goldenladung. Erbitten Sichtbarke zur Ziellokalisierung. Verdammt. Wer hat einen Transmitter? Hier, Monsieur. Mein Kommunikator. Dann ist das Ding noch zu was Nutze. Oh. Marke wird anvisiert. Anker wird gesetzt. Goten-Einsatz erfolgt in 5, 4, 3, 2. In Deckung! Alle Geräte aus! Das ist unser Fenster. Los, finden Sie heraus, woher diese Biester kommen. Ich nehme die Rückseite. Monsieur, die werden Sie brauchen. Vorsicht, meine Freunde. Immer doch, Marquis. Hoffentlich funktionieren die. So, und in dem Zeitfenster machen wir nichts anderes, als wir gehen wieder ganz tief in die U-Bahn-Tunnel hinunter. Ja, wir wissen ja, unsere Lieblingsbeschäftigung. Schätze, wir sollten auf alles gefasst sein. Da ist doch nichts dabei. Ist Spielen in dunklen Tunnels. Beim Blute Gottes. Was könnte hier passiert sein? Unsere Verrückten wieder, würde ich sagen. Wer weiß, wie viele sie bei ihrer Flucht getötet haben. Sieh mal da. Oh mein Gott. So eine wahllose Metzelei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ihr Amoklauf wird immer schlimmer. Ja, ich würde sagen, das ist Zeit, dass wir es ausschalten, die Wahnsinnigen. Das ist ja wirklich irre, wie sie die da aufführen. Ist nichts Interessantes. Na, servus. Also, da liegen Innereien und abgerissene Beine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Wahnsinnigen, sprich die Rebellen sind, ob das nicht mehr die Halbblüter sind, weil ein normaler Mensch, glaube ich, hat ja gar nicht die Kraft, dass er das tut. Das schaut mir eher nach Klauen und Halbblüter aus. Aber okay. Die stehen in einer Linie mit den Rebellen und somit in einer Linie mit allen Wahnsinnigen wahrscheinlich. Und daher ist es völlig egal, ob man zu denen oder zu den anderen Wahnsinnigen sagt, die sind alle beide wahnsinnig. Rebellen und Halbblüter. Da haben wir wieder Schubutzstation. Das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, aber ein makaberer Zeitpunkt, das Blut von den Schuhen zu putzen. Da ist viel zu ruhig. Da ist es viel zu ruhig. Wir wissen ja immer, wenn es ruhig ist und die Musik auslässt, dann wartet irgendetwas auf uns. Da ist irgendwo Alarm. Was haben wir da herin? Da liegen ein paar Weinflaschen. Sonst ist da herin eigentlich niemand. Wo ist denn die Issi eigentlich?
Kommt die nicht mit? Ah, die steht da. Ah, sicherheitshalber hinter der Ecken. Falls mir irgend sowas zerfleischt, dass wir noch weglaufen können. Okay, das ist halt, ja. Aber so soll es ja sein. Wir wollen ja Frauen beschützen. Der Ausgang ist auf der anderen Seite. Suchen wir einen anderen Weg durch. Das war so klar. Suche einen anderen Weg zum Ausgang. Und da sind wir ja gekommen, da gibt es ja keinen anderen Weg. Und da drinnen geht es ja nicht weiter, oder? Nee, da haben wir Ventile, Stromkasten und auf der drüberen Seite ist zu. Da ist zu. Ja, da ist zu. Da geht es ja nicht weiter, weil da sind nur Röhren, Pipes sind da drinnen. Dann können wir. Waffen raus. Jo, aber. Okay, ich kann die große nicht nehmen. Dieses Spiegelbild lässt Böses erahnen. Scheiße! Was machen die Ritter hier? Rebell erledigt! Wir sind durch. Das Tor ist offen, wir können hindurch. Okay. Augen auf. So, gleich Munition wieder einsammeln. Sicher ist sicher, wir sind voll wieder. Okay, da haben. Im Moment. Falsche Richtung, da haben die aufgemacht. Von der anderen Richtung sind wir ja gekommen. Jetzt können wir da weitergehen. Und wo führt uns der Weg hin? Da ist wieder zu. Da vorne ist zu, also wir können eh nur da rein. Danger, 600 Volt. Okay, angreifen sollten wir also nichts. Scheiße! Ah, scheiß Fetzen da im Weg. Ah, da haben wir noch Munition. Nehmen wir alles mit. Was sind denn das? Naja, das sind Halbblutabdrücke. Die gehören nicht am Menschen. Das sind eher Klauen und hintere Pfoten. Plattform 1 bis 4 und 5 bis 7. Das ist dann die Frage. Da ist zu. Oh, jetzt verpisst euch! Verpisst du dich! Was? Die ist sie? Probleme? Kommen die von hinten schon wieder, oder was? Was ist so? Ah, die ist sie, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die ist hart im Nehmen. Wer hält das aus? Drei Brustschüsse. In die Eier. Noch einmal, noch einmal. Und der rennt nochmal weiter. Wie gibt's das? Bitte. Niemand läuft weiter, wenn er ein 9mm Geschoss genau in die Kronjuwelen bekommt. Da läuft niemand weiter, wie wenn nichts war. Sicherlich nicht. Außer dass er auch nicht mehr mit tiefer Stimme spricht. Boah, was ist denn da passiert? Oh Gott. Ah. Geh da nicht rein, Issi. Du brauchst nicht alle Dinge sehen. Wenn wir die scheiß Laternen halten. Ja, und da ist es wieder. Meine Dankbarkeit für den Sony-Controller. Ja, jetzt lauf doch ein bisschen mehr. Ziel erledigt. So, da liegt Moni. Ja. Was ist? Blinkt und ich kann aber nichts nehmen, oder was? Hallo. Was ist denn da? Toll. Ein Bug wieder mal. Da
das ist die falsche Pistole, die wollen wir nicht. Ein Trommler. Was hat er? Da oben, auf dem Generator. Das ist die richtige. Rebell neutralisiert. Ja, nur da oben. Wo steht der? Da ist er. Naja, ich sehe, du solltest nicht unbedingt vor mir stehen, wenn ich da auf die Feinde schieß. Und schon gar nicht vor mir und vor der Waffe. Das ist ungesund. Da haben schon einige Leute einen Krankenstand rausgeschunden damit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, was haben wir da? Eine Flamme. Haben wir da hinten irgendwo noch Gegner? Da brennt eine Flamme drin. Hat nur ausgeschaut, wie wenn was blinkt, aber ist nichts. Da haben wir einen Hochofen. Was war da? Nix. Da blinkt wieder was. Munitionskiste, hoffentlich geht die. Geh bitte. Toll. Da ist eigentlich eh nichts mehr. Wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich da hinten weiter. Ja, das hoffe ich auch. Ich hole mir nur die Muni von dem netten Herrn da. Der hat nämlich das kompatible Munition. So. Zum Krankenhaus geht's hier lang. Mhm. Ich folge dir unauffällig. Da lang, gut. Da ist er zu. Wo soll es denn da weitergehen? Da nicht. Aha, da ist offen. Da können wir aufmachen. Na, das machen wir. Hier lang. Ladies first. Warum wir bei Stufen die Frauen vorgehen lassen. Ich sage jetzt nichts. Einige von euch werden jetzt lächeln. Die anderen werden ein Fragezeichen im Gesicht haben, aber probiert's mal. Was ist es? Dann wird sie schon wissen, warum. Mit wem spricht Percival da? Niemand. Irgend so ein Typ von der Straße. Los jetzt. Nicht mehr lange und die Lykaner sammeln sich und kommen zurück. Hospital schaut es auch nicht mehr so gut aus. So viel zum Royal Hospital. Genau. Da haben. Da, glauben, dass das mal unser modernstes Krankenhaus war. Da haben einige gewütet, da erinnern. Hier haben nicht nur die Lykaner gewütet. Die Zeit hat ein Übriges geleistet. Jo, leider. So ist es.